Ja, bei mir jetzt von der SG Bronsfeld Lüneburg-Watzerer Thomas Schon, zu meiner Rechten, und Mike Schwandt, der Spieler-Co-Trainer. Heute gab es nochmal eine Niederlage, 1:3. Ja, tut dir noch weh? Als Fußballer glaube ich schon, Mike, oder? Man schenkt auch nicht das letzte Spiel, aber auch wenn es um nichts mehr ging, oder? Ja, so direkt nach dem Spiel, klar, ist frustrierend. Aber ich denke mal, wenn wir gleich mal geduscht sind und dann, glaube ich, dann kann man die Saison eigentlich als gut abhaken, vielleicht sogar als sehr gut. Wir hatten leider über die ganze Saison sehr viele Verletzte und ich glaube auch, deswegen hat es vielleicht auch nicht für ganz oben gereicht. Wir müssen immer mit einer anderen Formation auftreten, wo man vielleicht sagen muss, Eschersbach hat gefühlt jedes Spiel mit derselben Formation spielen können und dann hast du halt den Vorteil. Letzte Saison wurde abgebrochen. Ich bin fest der Meinung, wir werden dann deutlich durchmarschiert. Und, ja, die Gegner konnten sich jetzt vielleicht ein bisschen auf uns einstellen, die wussten vielleicht, wie stark wir sind. Vielleicht hat uns das auch noch ein bisschen das Leben schwerer gemacht, aber trotzdem. Am Ende des Tages, muss man sagen, haben wir eine gute bis sehr gute Saison gespielt, werden die jetzt analysieren und dann vielleicht die paar Fehler, die wir dann noch gemacht haben, um die dann halt nächstes Jahr abzustellen. Thomas, woran lag es heute konkret, die Niederlage? Wir hatten eben schon im Vorgespräch gesagt, es war zwangsläufig viel mit langen Bällen zu spielen, ihr kommt ja mehr vom Spielerischen, dann waren oft 1-gegen-1 Situationen, die hatten schnelle Leute, vorne seid kalt erwischt worden, oder wie hast du das Spiel gesehen, obwohl er ja riesen viel Spielanteile hatte, muss man sagen, ne? Ja, richtig. Von den Spielanteilen, denke ich mal, waren wir klar überlegen und ich denke, wir haben auch die meiste Zeit versucht, Fußball zu spielen. Platzbedingungen waren halt sehr schwierig für alle Beteiligten. Natürlich wurde man direkt am Anfang eiskalt ausgekontert und während dem Spiel waren nochmal so ein paar ähnliche Situationen, aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben das Beste draus gemacht, wir hatten heute auch einige Ausfälle gegenüber letzte Woche dabei und natürlich am Ende, 2 Minuten vor Schluss, wenn du unterkant der Latte triffst und im Gegenzug Foulspiel nicht anerkannt wird und dann 3-1, dann war das Spiel gelaufen. Aber, wie gesagt, es war eine gute Saison, von daher. Mike, wie hast du es gesehen? Der Torwart Kockelmann hat den Ball in beiden Händen gehabt, war von meiner Sicht nicht klar zu erkennen, oder? Ja, der Schiedsrichter argumentiert halt, der Torwart hat den Ball nicht in den Händen. Dafür ist für mich kein Argument, weil man kann auch ohne den Ball in den Händen zu haben gefoult werden. Muss er eigentlich erkennen, es steht natürlich auch 80 Meter weg. Ich glaube, da muss man jetzt auch nicht mehr zu viel zu sagen, weil ich denke mal, jeder auf dem Platz, selbst der eigene Spieler, der es vorher erzählt hat, sagt, eigentlich war ein Foul, aber okay. Wir können jetzt nicht ändern und war, glaube ich, letztendlich auch nicht mehr kriegsentscheidend und deswegen abhaken und nächster geht es halt weiter. Mit dem Trainerduo Schon und Schwandt, ich glaube, das war ja klar, so wie ich das mitbekommen hatte, Kopfnicken. Wie sieht es aus mit dem Kader? Wer bleibt, der geht? Wie ist da so die Tendenz? Alles ist natürlich Anfang Juni noch nicht klar, das ist mir schon einleuchtend, aber kann man schon mal irgendwelche personellen Veränderungen vermelden aktuell? Ja, es sind 2, 3 Talente, die aus der A-Jugend hochkommen und ja, wie du schon sagst, bis Ende Juni kann sich immer noch was ändern, aber grundsätzlich stehen alle Zusagen von den Spielern. Es kann natürlich sein, dass der eine oder andere, der jetzt schon über 30 ist, etwas kürzer treten will, aber ja, das sind noch einige Punkte, die noch offen sind. Grundsätzlich freuen wir uns auf die neue Saison und ich glaube, wir sind auch alle froh in der neuen SG, dass wir mal eine Saison mal wirklich auch zu Ende spielen können.